Hallo zusammen und willkommen zur Videoversion unserer Kodi-Serie. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure Bibliothek aufbaut und die Filme oder Serientitel mit Metadaten versorgt, sprich das Scrapern erledigt. Wir machen das Ganze einfach mal am Beispiel von Videos. Also geht ihr oben auf Videos, dann auf Add Videos. In der deutschen Oberfläche sieht es entsprechend aus. Über Browse bzw. Suchen könnt ihr dann eine Medienquelle auswählen. In unserem Fall liegen die Filme auf einer NAS, in diesem Fall eine QNAP NAS. Das wird bei euch vermutlich meistens ähnlich sein. Und so in dieser Art erscheint das Ganze dann da. Sofern ihr noch keine Passwortdaten eingegeben habt, keine Login-Daten für eure NAS, hättet ihr das genau jetzt an dieser Stelle tun müssen. Dafür muss es entweder einen speziellen User auf der NAS geben oder ihr nehmt eure ganz normalen NAS-Anmeldedaten, sprich den Admin. Für das normale Heimnetzwerk sollte das in der Regel reichen. Wenn viele Leute darauf zugreifen oder ihr online geht, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Jedenfalls könnt ihr jetzt bestätigen und damit sind dann all eure Filme, in diesem Fall auf Laufwerk Z, mit inbegriffen. Und es geht weiter mit einem ganz wichtigen Punkt, das Directory Contains. Sprich, ihr müsst dem Scraper mitteilen, was für eine Art von Videos da drin liegt. In diesem Fall sind es Filme. Die beste Quelle dafür ist bereits vorgegeben, The Movie Database. Den Rest könnt ihr genauso lassen, wie er ist. Solltet ihr keine Unterordner haben, könnt ihr Scan Recursively natürlich ausstellen, aber in der Regel werden sich irgendwann irgendwelche Unterordner ansammeln, also lasst es besser drin. Weiter geht's mit OK und er fragt, ob ihr das Ganze jetzt gescrapert haben wollt. Wollt ihr, dauert eine Zeit lang. Oben seht ihr dann, wie es fortschreitet. Könnt ihr wieder zurückgehen und ihr seht schon, zack, baut sich eine Videothek auf. Das ist im Grunde genommen schon alles. Mit TV-Shows würde es entsprechend gehen. Auch hier wieder Videos hinzufügen, auch hier wieder suchen. Dann könnt ihr schauen, wo eure Sachen liegen. Wenn ihr die Ordner vernünftig benannt habt, ist es offensichtlich. Hier die Serien. Einziger Unterschied: Ihr müsst dem Scraper sagen, dass andere Medien hier drin liegen, nämlich in diesem Fall TV-Shows. Auch hier ist der TVDB als vermutlich beste Möglichkeit vorgegeben. Wenn ihr feststellt, dass ihr Probleme mit dem Scraper habt, könnt ihr den durchaus ändern. Erfahrungsgemäß für die normalen, üblichen Serien ist der TVDB aber schon ziemlich gut. Auch hier fragt ihr wieder, ob ihr aktualisieren wollt. Natürlich wollt ihr das. Das Ganze wird jetzt eingereiht. Sprich, unter Shows werdet ihr noch nicht sehen, weil die Filme noch nicht fertig sind. Und sobald es einmal soweit ist, seht ihr hier eben die ganzen gesammelten Metadaten. Welche das sind, ist dann ganz unterschiedlich. Wenn man hier beispielsweise bei einem neuen Film guckt, geht ihr direkt los. Ihr könnt euch dann Infos anzeigen lassen, die hiermit angezeigt werden. Und wenn ihr über die Datenbank geht, je nach Ansicht, bekommt ihr hier gleich noch wesentlich mehr Informationen. Ihr könnt auch über einen Rechtsklick das Kontextmenü aufrufen, noch mehr Informationen anzeigen lassen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil ihr dann die einzelnen Darsteller seht. Ihr könnt euch Trailer anschauen, ihr könnt selber ein Rating abgeben und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt noch nicht gleich Kodi auf eure gesamte Bibliothek loslassen wollt, könnt ihr auch ganz schlicht und ergreifend gefakte Dateien anlegen. Sprich, für etwas wie Kong Skull Island, um es hier in meine Bibliothek zu kriegen, lege ich einfach eine leere Datei an, die heißt entsprechend Kong Skull Island und der Scraper denkt, es ist der Film, sucht die entsprechenden Daten heraus und schon habt ihr für Screenshots beispielsweise ein etwas akkurateres, moderneres Bild. Das heißt, in diesem Fall, da sollte ich, wenn ich mir die Filmauswahl hier mal so angucke, darauf hinweisen, in der Regel nicht um echte Filme. Schon mal gar nicht bei The Skateboard Kid. Das ist ein Skateboard-Video, das der Scraper nicht auf die Reihe kriegt, weil Skateboard-Videos aus den 80ern freilich nicht unbedingt in TVDB oder in sonst irgendeiner Datenbank sind. Aber ihr seht schon das Prinzip und mehr müsst ihr eigentlich auch gar nicht wissen. Damit steht eure Bibliothek. Und wir können weitermachen in der nächsten Folge mit Add-ons. Hier ist nämlich noch nichts drin. Und dann geht es an YouTube, South Park, Sportsender, Radiosender und was nicht alles. Bis dahin.